So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir sind aktuell in einem Lager gespawnt und machen erstmal hier ein paar Plakate kaputt. Und wir kriegen was Neues, glaube ich, jetzt raus. Ein neues Item oder irgendwas. Ja, auf jeden Fall, ich wollte Tiere jagen gehen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Schütze die am Boden liegenden Zivilisten vor dem angreifenden Tiger. Wenigstens ein Zivilist muss überleben. Ich höre dich. Wo genau bist du? Ich schicke dir die Koordinaten. Beeilung, sie greifen uns ein und kommen immer näher. Bin auf dem Weg. Ein Tiger? Ich dachte, hey, sie kommen immer näher? Wie viele Tiger greifen denn an? Naja. Auf jeden Fall, wir rennen da einfach mal hin und schlachten ein paar Leute ab. Das können wir ganz gut, erfahrungsgemäß. Genau, hallo Wildschwein. Wilde Hunde! Lauf! Wir erreichen die Zivilisten hoffentlich gleich. So viel Zeit muss sein. Nächstes Propaganda-Plakat mitgenommen. Was ist hier los? Tiger, ich hab meine Waffe dabei. Ist es normal, dass Tiger im Rudel jagen, so wie die hier? Das ist nicht wirklich ein Rudel. Und nein, sie wurden mit Nebenprodukten aus Noors Heroinherstellung vergiftet. Das hat ihre Hirne zerstört. AJ, mein Freund, wie geht's dir? Bis zum Teufel! Namaste. Ben schon, warum hast du das getan? Zu sehen, wo die herkommen. Nutz deine Ohren. Meistens hört man sie, bevor man sie sieht. Sie haben vor nichts Angst. Sie greifen einfach immer weiter an. Oh nein. Molotovs! Ich kenne keinen Tiger, der Feuer nicht hasst. Was kann ich? Bei den Göttern! Nein! Oh, das scheint ihm ziemlich egal zu sein, dass es Feuer ist, ne? Hey, ich bin auf deiner Seite! Ich glaube, die kommen so schnell nicht wieder. Jetzt kann ich diese Kämpfer zusammenflicken. Danke. Ohne die Kämpfer jetzt alle Katzenfutter. Ja, das ist mal wieder so eine richtig sinnige Aufgabe gewesen. Aber hey. Boah, die Tasche fast voll. Schon wieder? Giftige Haut. Wow, wahrscheinlich kann ich damit gar nichts anfangen. Ja, komm. Ich nehme die Mine noch mit. So, laden wir den Revolver mal durch. War ja auf jeden Fall eine ganz tolle Jagd. So, wir haben noch ein Vorrat-Dings. Können wir sehr gerne mitnehmen. Da unten ein Fragezeichen, wenn ich das richtig sehe. Ah nein, das ist kein Fragezeichen mehr. Okay. Ja, da unten waren wir dann überall. Ja, dann gehe ich mal hier hin. Machen wir noch das Vorratsdingens. So. Das Gewehr geladen, ja. Ist das geladen, ja. Und Scharfschützenwerfer geladen. Der Boden ist geladen. Der Boden ist geladen. Vorsicht. Nicht, dass er auf einmal losschießt. Okay. Also, dann machen wir jetzt mal noch die Ablieferung hier und dann schlagen wir uns weiter durch. Ne? Ihr kennt das ja. Eins nach dem anderen. Es ist tatsächlich, ich habe lange nicht mehr so aktuell aufgenommen. Also ich hatte jetzt heute auch schon die anderen, also die ersten zwei Folgen aufgenommen. Also die ersten zwei
Folge 35 und 36. Moin. Ich habe nicht ganz viel Stuff zum Verkaufen, glaube ich. Giftige Haut. Das gleich zu verkaufen, ja, das glaube ich damit. Munition, gerne. Haben wir hier noch was? Seitenwaffen. Kampagnenmission. Kampagnenmission, alles klar. Kampagne, 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 Kampagne. Kampagne und Longinus. Genau, ich wollte mir noch nach einem anderen Scharfschützengewehr schauen, gell, aber. Die hat so viel Schaden und die hat so viel Schaden. Ah, die ist deutlich genauer. Schießt, also hier, die schießt langsamer, aber man ist viel beweglicher damit. Okay, die ist schon besser. Die macht deutlich mehr Schaden, die 700 Nitro. Dafür ist weniger genau. Aber da ist auch ein Scope drauf. Freie 9 weitere Glockentürme. Und Kampagne weiterspielen. Die hätte ich gerne. Wobei, die wäre schon auch cool. 23 Außenposten. Klar. Ah. Ja, Kontrolle einer übrig. Noch zwei Außenposten. Die sieht aus wie eine Tech-9. Die Rebel. Zwei Konvois. Bombenentschärfung. Ah, da haben wir die eine freigeschalten, ne? Den Revolver hatte ich durch die Bombenentschärfung freigeschalten gehabt. Das haben wir alles, okay. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Ja, hilft mir. Wenn du noch irgendwas brauchst. Ja, ja, ja. Ich bitte um Hilfe. Verfügbare Einheiten. AJ hier. Wie kann ich helfen? Es liegen Vorräte in diesem Gebiet. Ich schicke dir jetzt die genauen Koordinaten. Du musst diese Vorräte vor den Soldaten erreichen. Okay. Glück weiß ich immer, wie man die Dinger steuert, weil man die Steuerung sich so einfach behält. Und überhaupt nicht ätzend ist oder so. So. Kann man da irgendwo landen? Ja, okay, wie lande ich denn wieder? Mit C, alles klar. Okay, machen wir eins im anderen. Hey. Kacke ist der Roboter gar nicht. Ja, das ist der. Okay. Ach, stuck, Alter. Da renne ich wieder auf die andere Seite wieder. Du.
Hi. So, noch was zu machen hier. Ach, der kann da nicht drüber, natürlich. Kiste. Da komm ich. Wo ist denn das Ding drin, ne? Irgendwo. Erstes Paket gefunden. Jetzt zum nächsten. Ja, ohne Probleme. Gute Arbeit. Wir brauchen das letzte Paket. So, nervt mich nicht. Ich muss hier weiter. Mal gucken, wie gut das geht. Ah, also der Revolver ist tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Aber ist ja auch mal schön, ne? Muss ja nicht mal alles Kacke sein. So. Nein, hier ist keiner. Ich hab das letzte. Exzellent. Jetzt bringen Sie zu mir und zwar so schnell es geht. Fuck, wo geht's denn hier raus? Ich hasse sowas. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Ups. So, wir ziehen jetzt am schnellsten um. Jetzt unlucky, wenn ich genau jetzt von irgendjemandem angegriffen werde. Oh ja. Moin. Hier sind die Pakete. Vielen Dank. Wir werden sie sinnvoll einsetzen. Soll ich Amita oder Sabal Bescheid sagen? Nicht nötig, AJ. Wir schicken eine kodierte Nachricht raus. Ich kann nicht riskieren, dass die Meldung abgefangen wird. Danke für deine Hilfe. Ja, anstatt dass ich einfach das überbringe. Nee. Ich kann manchen Leuten nicht trauen. Du hast mir gerade was gebracht. Dir kann ich nicht trauen. Logisch. So, okay, gib mir mal die Karte. Wo sind wir denn hier? Rennen. Ach, ich weiß nicht. Wir können vielleicht hier hingehen. Wir könnten hier hingehen. Hm, wo
große Menge Rupien klingt ja eigentlich immer ganz gut, ne? War das jetzt Nebelpart oder Schneeleopard? Nebelpart, ja, der interessiert mich eigentlich gar nicht. So, ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert hier, Pagans Zorn. Geladen, geladen, geladen und geladen. Wunderbar. Achtung! Adler! Adler! Hilf mir! Hilf mir! Bitte! Kein Problem. Dafür kriegt man nichts. Naja. Aber das könnte ein bisschen steil werden. Ohne Probleme. So. Die fahren hier lang, oder? Nevermind. Kann ich meine Minen wieder mitnehmen? Cool, wenn man so einen Hinterhalt planen könnte. Also, dass die nicht einfach mal eben rumfahren, sondern man weiß, hey, die fahren hier gleich durch. Breite dich vor, dann machst du einfach alles voll mit Minen und dann gucken die blöd aus der Wäsche. So oder so ähnlich. Oh, danke, Wufi. Ein andermal, ne? Ich hab grad was zu tun. Kannst du nicht mal in Ruhe irgendwo hochklettern, wirst einfach vom Hund angefallen. Gibt's doch nicht. Was sind das für Zustände? Die fahren ja immer weiter weg. Die einzuholen, das ist ein bisschen schwierig. Hallo. Waren wir. Okay, ich glaube, ich krieg den nicht, also. Dann mache ich lieber eine andere Mission gerade und mache das Ding später. Sonst renne ich quer durch die Map dem Dings hinterher. Ja, würde ich sagen, wir gehen mal hier hin und schauen uns den unbekannten Ort an. Ich mache dafür eine Schnellreise, weil sind wir schon extra so viel gelaufen, ne? Muss man nicht noch mehr laufen als eh schon. So. Ja, da habe ich Bock drauf. Sehr schwer am Arsch, Alter. Das letzte Mal war die richtig geil zu machen. So. Hallöchen, Elefant. Richtig ehrenhaft von hinten in den Kopf geschossen. Naja, so haben sie wenigstens einen schnellen Tod. Ich meine, gestorben wären sie so oder so und
Hätte schlimmer laufen können. Ich müsste mal mein Karma-Level erhöhen. Also ein bisschen mehr als eh schon. Uni, ja. Damit weiter. Vielen Dank. Immer gerne. Klar, weißt du doch. So. Muss mal, was uns da erwartet. Hoffentlich nicht irgendein. Was genau ist das denn? Ein unbekannter Ort. Ja gut, unbekannte Orte können ja alles heißen, ne? Gefühlt ist die Map riesengroß. Also nicht nur gefühlt. Und wir haben vielleicht ein Drittel der Map erkundet inzwischen. Also ich bin mal gespannt. Allein diese ganzen Collectible-Sachen und sowas zieht sich halt. Und die ganzen Orte zum Entdecken und solche Sachen, ne? Gibt's hier Ärger? Oh. Haus der Gales. Also. Heimat. Bevor ich da reingehe. Oh, da gab es zwei noch. Okay. Yescha 1988. AJ, mein wunderschöner Sohn. Jeder Tag, an dem ich dich in den Armen halten kann, ist ein Geschenk. Ich bete täglich für deine Gesundheit und Sicherheit zu Kyra. Ich bete, dass diese harten Zeiten bald ein Ende finden, bevor du alt genug bist, um es zu verstehen, damit du deine Kindheit damit verbringen kannst, frei durch die Wälder und Täler zu laufen. Ich bete, dass du zu einem guten Mann heranwachsen wirst, der die Bedeutung von Disziplin, Ehre und Mitgefühl kennt. Batra, 1988. Der Krieg läuft nicht gut für uns. Pagan hat eine junge Frau namens Yuma Lao damit beauftragt, alle früheren Söldner, die einst für ihn gearbeitet haben, zur Strecke zu bringen. Und sie ist ausgesprochen erfolgreich dabei. Wir sind ständig in der Unterzahl, schlechter ausgerüstet und schlechter ausgebildet. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Kyra, hilf uns. Wir müssen die Chancen ausgleichen. Vielleicht ist es Zeit, ein Risiko einzugehen. Möge Banashur über Ishwari und AJ wachen. Es sollte mir irgendwas zustoßen. Ah, ja. Höchstens bemannen. Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz anderes. Was, wie einschließen und beschließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Nam Shiva. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Oh. Oh. Unser Freund, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht. Gegen eine gleiche Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre. Wir spüren. Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Ja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, AJ Gale, willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut er nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar. Tu casa e tu casa. Wir räumen auf.
Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst brauchen wir ein Friedenszweifchen, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was zum Teufel? Was ist gerade passiert? Hä? Ich dachte, wir kriegen da eine komische Aufgabe, aber jetzt werden wir einfach betäubt. Gegen was für ein Dings kämpfe ich jetzt? Hä? Ernsthaft? Ich habe nur ein Messer? Ich habe nur ein Messer und ihr schießt mit fucking Waffen auf mich? Was ist denn mit euch schief? Wie soll das denn gehen? Cool. Okay. Ich habe ja jetzt mit viel gerechnet, was passiert, aber garantiert nicht mit dem Arena-Kampf auf einmal. Aber ja klar, warum nicht? Okay. Schrumpfwindung gehen kriege ich zum Glück noch irgendwie hin. Come on.
Na also. Okay, puh. Was kommt als nächstes? Heavies oder was? Cool! Oh, rotes Fass. Ja, alles klar. Du solltest nicht in dem brennenden Fass hochklettern. Ja, von denen kann keiner schießen. Oh nein! Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, fuck. Dass die auf einmal von der Seite rauskommen, habe ich nicht erwartet. Runde 4. Wo ist mein Maschinengewehr? Super. Oh, cool, Tiger. Ja, natürlich. Die kommen ja auch von allen Türen. Oh mein Gott, ich will das Maschinengewehr wieder haben. Okay, die kommen von da, wahrscheinlich kommen die von überall. Junge! Bitte nicht noch eine Runde. Die Menge hat gesprochen, AJ Gale. Könnte dieser Terrorist zum nächsten Champion der Arena werden? Oh nein, bitte nicht. Bringt noch Einsätze für die vorletzte Runde. Vorletzte Runde erst, klar! Drei Wurfmesser, zwei Granaten und eine letzte Herausforderung. Lasst ach. Die letzte Runde beginnen. Okay, das war die vorletzte gerade. Oh nein. Wer oder was kommt jetzt? Ja. Okay. Bring doch ein Nashorn oder sowas mit. Wie wär's? Ja, wow, komm, warum habe ich das Maschinengewehr auch nicht mehr? Das wäre hier viel geiler. Einmal heilen, heilen ist gerade ein bisschen wichtiger als nachladen, Tatsache. Okay.
das Maschinengewehr. Alter, was zum Teufel war das denn? Wo bin ich da reingerutscht aus Versehen? Ich darf meine Hose wieder anziehen. Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ, sei netter zu Reggie und Yugi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Arena. Bist du bereit, die Shanat Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert und stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf, Endlos und Waffenherausforderung. Steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Ja. Das ist AJ Gale! Ich bräuchte die. Die darf ich nicht. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Shanat. Okay. Ja, das war wild auf jeden Fall. Die Synchronstimme von der kenne ich irgendwoher. Aus irgendeinem Film oder Serie kenne ich die, glaube ich. Aber ich weiß nicht, woher. Vielleicht finde ich es noch raus. Arenenkämpfe, keine Ahnung, ganz ehrlich. Also, das kann man mal machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber ich glaube, wir haben hier genug zu tun. Weil davon abgesehen, dass wir eigentlich ein Land befreien wollen, nicht in Arena-Champion zu werden. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben hier einige Aufgaben noch, der Schützendude, da werde ich als nächstes hingehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.